Urlaub kann so toll sein. Das Meer, der Strand, ausgefallene Orte, das erlebt nur, wer mobil ist. Also muss ein Leihwagen her. Das Einfachste, vorher buchen, aus dem Flieger steigen und gleich durch zum Verleiher am Flughafen. Hier in Palma de Mallorca gibt es sie reichlich. Bis auf die Markenlogos scheint es keine großen Unterschiede zu geben. Aber ist das wirklich so? Wir machen den Test. Von zu Hause aus habe ich mir mehrere Leihwagen gemietet, und zwar online mit dem Rundum-Sorglos-Paket, und bin gespannt, was ich hier alles so erleben werde. Getarnt als normaler Kunde geht es zu Record Go, einem mittelgroßen Verleiher, bei dem gerade besonders viel los ist. Der Grund, wie ich erst auf Nachfrage erfahre, ein Systemausfall. Nach einer Stunde Warten sind die meisten bereits gereizt, nach zwei Stunden genervt. Und von den Mitarbeitern heißt es nur, sie könnten nichts machen. Frustrierend für alle, wie auch für Angela mit Familie, für die der Urlaub beginnt. Ihr Mann Thomas fragt gerade, wann sie denn endlich ihr Auto erhalten. Gar nicht, bekommen wir Außenstehenden plötzlich mit, denn hinterm Schalter ist wohl das südländische Temperament durchgegangen. Dann hatte sie uns Vorwürfe gemacht, ich hatte ihr Vorwürfe gemacht. Letztendlich hat es dazu geführt, dass sie dann partout sagte, wir bekommen heute kein Auto mehr an dieser Station. Nicht morgen, gar nicht mehr. Mein Mann nicht und ich auch nicht. Für die Familie ist das der Super-GAU. Ich fand es empörend, erniedrigend, dort einfach so abserviert zu werden, kurz und knapp. Die Finca eine Stunde entfernt. Jetzt muss die Familie erst einmal notdürftig umplanen. Solche und ähnliche Fälle landen bei Frieder Bechtel fast täglich im Mailpostfach. Er arbeitet für eine der größten Online-Buchungsplattformen hierzulande und sagt ganz klar, so ein Verhalten, das geht gar nicht. Dann muss man da Schadenersatz leisten. Also dann hat der Kunde das Recht, das Geld zurückzukriegen und auch einen Mietwagen zu bekommen, der dem entsprach, was er dann bezahlt, aber nicht bekommen hat. Der Leihwagenmarkt ist hart umkämpft und die Preise starten bei über 100 Euro und gehen runter auf fast 30. Für eine Woche Leihwagen mit Vollkaskoversicherung auf Mallorca. Nur ist das ein Billigtarif mit Tücken. Und dann gibt es Anbieter, die mit sehr günstigen Preisen über Verteilsportale versuchen, die Kunden zu ködern. Aber dann müssen die vor Ort den Kunden auch noch Umsätze verkaufen, weil ansonsten stimmt die Rechnung am Schluss einfach nicht. Zusätzlich Umsatz machen, das erlebe ich hier am eigenen Leib. Mittlerweile funktioniert das System bei Record Go wieder. Die Gemüter haben sich beruhigt und ich bin endlich dran. Für eine Woche Leihwagen mit Vollkasko habe ich knapp 40 Euro zu zahlen. So weit, so gut. Doch dann beginnt der Spuk. Angeblich sei ich unterversichert. Wie sie mir so freundlich und warmherzig ans Herz gelegt hat, dass ich doch unbedingt noch eine Versicherung abzuschließen hätte, weil ich doch nicht Vollkasko versichert sei. Bei einem Unfall, so betont sie gleich mehrfach, wäre meine Kaution in Höhe von 1.100 Euro einfach futsch. Ich hätte es eher glatt geglaubt. Hab ich ja auch, also zumindest, um mal das Ganze durchzubuchen. Und das Ganze hat mich 120 Euro mehr gekostet. Unnötigerweise. Ganz unverhohlen räumt die Verkäuferin noch ein, dass die niedrigen Preise im Internet tatsächlich nur Lockangebote seien. 160 Euro muss ich am Ende bezahlen, damit mehr als bei den Platzhirschen unter den Autoverleihern. Ein Einzelfall? Nein. Denn auch bei Goldcar, immerhin eine Tochterfirma von Europcar, erleben wir dieselbe Masche. Allerdings noch heftiger. Erneut heißt es, wir hätten keine Vollkaskoversicherung. Die würde hier 139 Euro zusätzlich kosten, also noch mehr. Und als ich auf meinen Vertrag hinweise, kommt ein zweiter Berater hinzu. Was ich richtig krass fand, wie viel Angst man mir gemacht hat, was alles bei einem Unfall passieren könnte und dass ich finanziell fast vor dem Ruin stehen würde. Na gut, 1.100 Euro zu zahlen hätte, aber wie man damit gespielt hat, ein Unding. Mit den Ängsten der Kunden spielen, eine beliebte Masche, die allzu oft Erfolg hat. Um die eigenen Kunden zu schützen, hat man sich hier beim Buchungsportal was einfallen lassen. Wir kriegen halt sehr viele Anrufe von verzweifelten Kunden, die da stehen und sagen, ich habe keine Versicherung. Die sagen, ich habe keine Versicherung, ich muss für alle Schäden haften. Und da sagen wir einfach, das stimmt nicht. Der Kunde hat eine Versicherung. Und deswegen haben wir es hier nochmal auf Deutsch und Spanisch draufgeschrieben. Und wenn man so beim Vermieter ankommt, sagt, ich habe das schon, brauche ich nicht, danke, dann hören die auch auf. Dann wissen die, aussichtsloser Fall, hier ist der Schlüssel, und dann versuchen sie schnell zum nächsten zu kommen. Schön wär's ja, denn als ich diese Zusatzerklärung bei Goldcar zeige, geben die Herren dennoch nicht auf. Ganze 10 Minuten bearbeiten sie mich, bis ich dann doch ohne Zusatzversicherung mein Auto bekomme.
Zu der Abzockmasche wollte sich Goldcar nicht äußern. Der Mutterkonzern Europcar ist allerdings alarmiert und versichert uns, umgehend das Problem anzupacken. Zwei Tage später treffen wir Angela und Thomas in ihrer Finca. In ihrer Not hatte sich die Familie einen Leihwagen für einen Tag woanders gemietet, um es erneut bei Racket Go zu versuchen. Ja, die haben das dann einfach gecancelt, unseren Vertrag. War auch kein Rankommen mehr an diesen Vertrag. Und wir haben dann letztendlich, wir brauchen ein Auto. Wir sind, wie man sieht, auf einer Finca ein bisschen abgelegener und wir wollen ja auch ein bisschen was unternehmen. Wir haben dann ein neues Auto gemietet. Wieder über die Rekord-Autovermietung müssen wir dazu sagen. Heute sehr freundliches, zuvorkommendes Personal. Es hat reibungslos geklappt. Den Ärger und die Mehrkosten von 130 Euro, die vergessen Sie hier nicht so schnell. Zurück zum Flughafen. Ich möchte wissen, was man bei Racket Go dazu sagt und ebenso zu der überflüssigen Vollkaskoversicherung, die man mir hier angedreht hat. Hello, good evening. Excuse me? I have a question. You always get the full insurance. I paid already. Wir können auch gerne auf Deutsch reden. Und dann lässt er mich einfach stehen. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt Antworten bekomme zu dieser Abzockmethode. Reden will am Ende hier niemand mit uns, außer einem Engländer, der gleich ahnt, worum es geht. Sie sagen immer, du bist nicht versichert, du bist nicht versichert. Mit uns genau das Gleiche. Du bist im Stress mit kleinen Kindern, dann zahlst du lieber. Es ist schrecklich. Es hat sich schon rumgesprochen. Gut so. Denn die Aufforderung zur Stellungnahme hat Racket Go unbeantwortet gelassen. Hier am Flughafen ist man also offensichtlich freiwillig für Billiganbieter, die uns immer wieder mit neuen Tricks das Geld aus der Tasche ziehen wollen.